Was geht ab, erste Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal zurück. Ja, heute an meiner Seite ist der Lukas. Lukas, hi. Wie geht's dir, Lukas? Ja, sehr gut. Ja, das freut uns. Lukas, erzähl den Leuten da draußen mal, wie bist du zuerst aufgekommen? Ja, ich habe angefangen mit meinen drei Kumpels ein bisschen zu zocken. Ja, so sind wir dazu gekommen, halt im Wald ein bisschen gespielt. Da wurde die Geschichte ein bisschen zu heiß und dann ja, haben wir uns legale Felder gesucht. Okay, also hast du ein bisschen Underground angefangen. Und genau. Dann, okay, und ich meine, ihr habt ja euch da bestimmt ja schon mal was gekauft, oder? Genau. Okay, und wie sah das aus? Du hast was gesehen, du sagst, ich kaufe mir das und dann los geht's, oder? Genau, das erste war eine Tippmann von mir, so 200, 300 Euro Knifte. Okay. Aber nee, halt nicht mit zufrieden und dann war gleich was Vernünftiges gekauft. Okay, und was ist in deiner Vernünftigkeit? Weil ich sehe ja gerade, du hast da eine MTW in der Hand. Genau, das ist halt meine MTW, ist das. Ja. Bist du direkt draufgesprungen auf HPR? Genau. Alter Schwede, du bist direkt in die Königsdisziplin. Ja. Alter, krass. Also da brauche ich ja gar nicht die nächste Frage stellen, was dein favorisiertes Betriebssystem oder Also beste ist HPA. HPA. Schwörst, ich habe übrigens mit seiner gerade geschossen. Alter, krankes Teil. Inferno Gen 2? Genau. Ja, krass. Auch selbst zusammengebastelt, ne? Genau. Da ist viel Liebe drin. Das stimmt, ja. Ja, dann, wir haben heute ein paar Runden gespielt. Führ uns mal so ein bisschen durch dein Spielerlebnis. Kannst du es auf jeden Fall weiterempfehlen? Für die Leute, die es nicht wissen, wie Airsoft oder was Airsoft ist. Ja, auf jeden Fall weiterempfehlen. Einfach mal hierher fahren nach Lese, reinschnuppern. Ihr braucht auch nicht viel Geld ausgeben. Könnt euch Leihausrüstung hier alles holen vor Ort. Ja. Und das hast du natürlich ja nicht gemacht. Du bist ja vorher. Nein, leider nicht. Hast du aber schon einen Fehler gemacht zu Beginn? Oder gibt es eine Sache, die du anders hättest machen können, wenn du die Wahl nochmal gehabt hättest? Ja, Wahl der richtigen Backup auf jeden Fall. Ah, okay. Backup? Da habe ich halt auch, glaube ich, 3, 4 verschiedene Modelle durch. Aber nie mit zufrieden gewesen. Okay. Dann eine von Northridge gekauft. Die SSP 18. Ausgepackt, gespielt. Läuft tadellos bis heute. Also Novich, also, ja gut, bei Novich ist ja der Vorteil, dass das Ding out of the box ja schon wie eine getuned teilweise ist. Die ist ja tipptopp, ne? Also Novich ist ja dafür bekannt, dass die halt getunte, also so max getunte Sachen natürlich schon auf den Markt bringen, dass du sie out of the box playen kannst, ne? Ja. Und das, da bist du auf die SSP, was hast du vorher gehabt so für Modelle? Eine High Cover 5.1 hatte ich. Okay. Dann hatte ich auch von Novich die SSX 23. Die war mir aber zu klobig halt. Okay. Und dann halt die. Genau, die SSP 18 dann. Ja, nice. Okay, du sagst, hast du denn bis jetzt nur in Lese hier gespielt oder hast du schon andere Felder besucht? Andere Felder habe ich auch schon besucht. Okay, welche wären das? Das letzte Spielfeld war ja zum Beispiel die DE24. Malwinkel. Genau, im Malwinkel. Ah, da waren wir auch. Auch super gewesen, geiles Feeling. Aber das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Lese, also so kleineren Feldern und so, und Malwinkel, ne? Genau. Also es ist komplett crazy. Ja. Was da alles abgeht, das ist unglaublich. Ja, auch die Partys abends, sehr schön. Ja, das ist Festival-Feeling nur mit Airsoft, ne? Also es ist unglaublich. Also für die Leute da draußen, die noch nicht die Dark Emergency kennt, geht mal in unsere Videos durch. Da haben wir auch einige Gameplays hochgeladen, aber auch unseren Blog haben wir da hochgeladen. Ja, definitiv sieht man auf der DE auch die verrücktesten Sachen eigentlich. Ne? Ja, und die krankesten, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Wir haben ja, Leroy und ich haben ja gegen ein Auto gekämpft. Und am Ende stellte sich heraus, Silo war einfach im Auto, ne? Silo, also der Silo Entertainment. Der ist einfach mit der MG rumgefahren und hat mich einfach weggerotzt an der Wand. Ich frage mich, wer war das? Und auf einmal, ich meine, das ist ja krass, dass die DE halt so krass besucht wird, auch von Auslandsleuten. Ne? Das also, stimmt. Das ist schon echt krass. Ja, wenn du den Airsofter da draußen oder den Leuten, die noch kein Airsoft spielen, den ein oder anderen Anfängertipp geben könntest, den sie vielleicht zu Beginn berücksichtigen sollten, welcher wäre es? Anfängertipp, gute Frage. Habt einfach keine Angst, dass es irgendwie weh tut. Leihausrüstung, schnuppert rein und dann Start. Ja, das ist schon das Schlussgeräusch hier. Ich glaube, ich gehe gleich los für die nächste Runde. Und die letzten Worte gehören dir, wenn du noch jemanden grüßen möchtest, dann kannst du es gerne tun. Alles gut. Alles gut? Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dankeschön an Woodland Park Lese, unseren Supporter, Cyclos Armory, unseren Sponsor und Sanji Performance. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal.
Ich hoffe, man hört mich jetzt. Abonniert den Kanal, kommentiert und ja, wir sind raus.